Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen und würde mich freuen, wenn langsam auch alle Platz nehmen würden. Vielleicht die, die draußen die ersten Impressionen von der Ausstellung sich anschauen wollen. Aber wir beginnen die Veranstaltung und wir eröffnen die Veranstaltung hier in diesem Raum. So, jetzt warten wir noch, bis jeder einen Platz gefunden hat. Das wird zu teuer. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dann darf ich Sie sehr herzlich hier im Wissensturm begrüßen zu diesem Abend, den wir verbringen wollen in der Erinnerung an die furchtbaren Geschehnisse des Jahres 1938, den wir aber nicht nur in der Retrospektive, sondern auch in einer Diskussion über unsere Gegenwart heute verbringen wollen. Mein Name ist Markus Gräser, ich bin Professor für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte an der JKU und habe die Ehre, diesen Abend heute moderieren zu dürfen. Wir haben zwei Programmbestandteile, wenn Sie so wollen. Wir haben eine Ausstellung Jüdische Spuren draußen aufgebaut und wir werden die Gelegenheit haben, einen Vortrag zu hören. Bevor ich weiter auf das Programm eingehe, möchte ich allerdings eine Reihe von Gästen begrüßen, die zu uns gestoßen sind. Ich begrüße den Bürgermeister unserer Stadt, Klaus Luger. Herzlich willkommen. Ich begrüße Charlotte Herrmann, die Präsidentin der israelischen Kultusgemeinde in Linz und Oberösterreich. Ich begrüße Altbischof Maximilian Eichern, der zu uns gestoßen ist. Herzlich willkommen. Ich begrüße Karl Schubski, der für die Ausstellung verantwortlich ist. Herzlich willkommen, Herr Schubski. Und ich begrüße last but not least den Referenten des heutigen Abends, Wolfgang Benz, den ich Ihnen nachher noch ausführlich vorstellen werde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Veranstaltung heute ist eine Kooperationsveranstaltung. Es haben sich eine ganze Reihe von Institutionen zusammengeschlossen, um diesen Abend und das Programm möglich zu machen. Ich darf mich zunächst von Seiten der Johannes-Kepler-Universität sehr herzlich bei der Volkshochschule und bei Harald Wildfellner für die erneute Kooperation bedanken. Möchte aber einer Reihe von weiteren Mitveranstaltern sehr herzlich danken. Ich nenne für den Bund sozialdemokratischer Freiheitskämpferinnen, Opfer des Faschismus und aktiver Antifaschistinnen in Oberösterreich Helga Buchinger. Herzlichen Dank. Ich nenne für die Österreich-Israelische Gesellschaft das Beiratsmitglied Peter Weidner. Und ich begrüße die Geschäftsführerin der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich, Heidi Obermeier. Nennen möchte ich die Reihe von weiteren Organisationen, die uns heute geholfen haben, auch wenn wir leider nicht Repräsentanten hier begrüßen können. Die österreichischen Freunde von Yad Vashem haben uns in dieser Veranstaltung, in der Planung, in der Durchführung ebenso unterstützt wie der Pensionistinnenverband Oberösterreich und die ÖVP-Kameradschaft der politisch Verfolgten. Dafür herzlichen Dank.
Danken möchte ich aber natürlich auch all jenen, die unmittelbar in der Gestaltung der Ausstellung eine Rolle gespielt haben. Hier haben neben Karl Schubski, den wir schon begrüßt haben, das Archiv der Stadt Linz sehr wesentlich mitgewirkt. Und ich freue mich, dass ich Katrin Herrmann und Walter Schuster vom Archiv der Stadt Linz unter uns begrüßen darf. Weiters begrüße ich den stellvertretenden Vorsitzenden des Instituts für angewandte Entwicklungspolitik, Rudolf Abel, der in der Vorbereitung engagiert gewesen ist. Sehe ich ihn nicht, aber ich hoffe, er ist da. Herzlich da. Herzlichen Dank. Helmut Vierreder, Historiker und Vertreter des Vereins Wieder das Vergessen, ist auch unter uns. Ich weiß immer nie genau, wo die Leute sitzen, aber wir klatschen Beifall. Und ich begrüße last but not least vom Mauthausen-Komitee Steyr, den Magister Karl Ramsmeier unter uns. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Harald Wildfellner hat mich gebeten, Sie darauf hinzuweisen, dass dies heute Abend auch eine Weiterbildungsveranstaltung der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich ist. Die Lehrkräfte, die unter uns sind, werden gebeten, sich im Anschluss in die Liste einzutragen, die bei uns vorne am Tisch liegt. Sie erhalten dann von Harald Wildfellner von der Volkshochschule den Bestätigungsvermerk. Hinweisen möchte ich noch darauf, wir haben ja diese beiden Teile, Ausstellung und Vortrag, dass wir hier zunächst einmal alles eröffnen, dass auch Herr Schubski die Gelegenheit hat, kurz zu dieser Ausstellung zu sprechen. Aber ich bitte Sie dann nicht hinauszustürmen zur Ausstellung, sondern es besteht die Gelegenheit im Anschluss an die Veranstaltung, die Ausstellung sich anzuschauen, und Herr Schubski ist bereit, dann auch durch die Ausstellung zu führen. So wird also unser Programm heute Abend ablaufen. Ich weise Sie auch darauf hin, dass wir von der Medienwerkstatt Linz aufgezeichnet werden. Das heißt, diese Veranstaltung wird dann auch im Internet nachzusehen und nachzuhören sein. Wer sich dafür interessiert, die Internetadressen, die dafür nötig sind, wenn Sie sich das dann im Anschluss noch einmal anschauen wollen oder wenn Sie Freunde, Bekannte, Verwandte darauf hinweisen möchten, die Internetadressen sind auf den Lesezeichen ausgedruckt, die Sie vorne am Podiums, die Sie bei unserem Podiumstisch, aber auch draußen am Garderobenpult sich mitnehmen können. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will kurz Karl Schubski vorstellen, der für die Ausstellung verantwortlich ist, bevor ich dann noch Gelegenheit ihm gebe, etwas zur Ausstellung zu sagen. Im Anschluss daran hören wir einige Grußworte und dann kommen wir zum Vortrag von Wolfgang Benz. Karl Schubski ist aktiv im Verein Europa in der Region e.V. Er hat Geschichte, Germanistik, Archäologie und Volkswirtschaft in Mannheim, Tel Aviv und Jerusalem studiert und ausführliche Studien über die Juden im württembergischen Greilsheim abgeschlossen. Er hat dann redaktionell für das Landesecho in Prag gearbeitet und ist auch im Internet als Publizist aktiv. Karl Schubski war außerdem Friedhof- und Archivdezernent des Landesverbandes der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Und ich glaube, wenn man sich die Ausstellung anschaut, bekommt man ein Gespür dafür, über welch lange Zeiträume Karl Schubski sich mit den jüdischen Spuren, so wie sie uns heute noch überliefert sind, beschäftigt haben. Er hat in dieser Tätigkeit als Friedhof- und Archivdezernent alle geschlossenen und verwaisten jüdischen Friedhöfe in Bayern wieder unter jüdische Oberaufsicht zurückgeholt und im Rahmen seiner Arbeiten in Bayern natürlich auch die umliegenden Grenzregionen in Böhmen vor allen Dingen hier erforscht und sich dieser Friedhöfe angenommen. Das, was hier auch an Arbeit notwendig gewesen ist, wird in dieser Ausstellung, glaube ich, sehr gut dokumentiert. Und Herr Schubski wird jetzt ein paar Worte dazu sprechen und uns über seine Ausstellung informieren. Darf ich Sie bitten? Meine Damen und Herren, liebe Jugend, ich freue mich, dass ich heute mal das letzte Wort habe. Sonst zu Hause habe ich das nie, weil meine Frau mich immer maßregelt und gängelt und ich eigentlich unterdrückt bin. Wir haben die Ausstellung gemacht, Sie, die Irena und ich. Warum haben wir das gemacht?
weil wir uns dazu berufen fühlten und weil ich mich mein Leben lang schon mit jüdischen Dingen beschäftige. Das hat angefangen als kleiner frecher Tscheche, KZler und Judenbengel, wie man mich zu mir gesagt hat. Aber es hat mich nicht gestört, weil ich nicht gewusst habe, was das ist. Und mein Vater hat immer gesagt zu mir, wenn ich meine Suppe nicht essen wollte, im Lager hatten wir immer Suppe, hatten wir immer Sägespäne und Glasscherben in unserer Suppe drin, in den deutschen und in den tschechischen Lagern. Also er war beim deutschen KZ und er war im tschechischen KZ auch gewesen und wurden dann als deutschsprachige Juden aus dem Land verwiesen, also unter die Benesch-Dekrete gefallen ist. Ja, wir sind ins Egerland gekommen. Warum sind wir ins Egerland gekommen? Weil wir heimisch dort irgendwie sind. Und ich auch in Verbindung stehen wollte mit dem Dr. Hugo Zuckermann, von dem Sie vielleicht gehört haben. Nein? Haben Sie schon mal was vom österreichischen Reiterlied gehört? Drunten am Bachesrand sitzen zwei Dohlen, falle ich am Donaustrand, falle ich in Polen. Das hat der Hugo Zuckermann aus Eger verfasst. Und er ist im Jahr 1914 an seinen 36 Kriegsverletzungen, die er sich geholt hatte bei einem Sturm auf einem jüdischen Friedhof, wo sich eine russische Abteilung verschanzt hatte, ist er an seinen Verletzungen im Spital in Eger gestorben. Er war Landwehrleutnant beim KUK Landwehrregiment Nummer 11 in Jitschin und wurde dann posthum von seiner Majestät, dem Kaiser, zum Oberleutnant befördert. Allerdings, und das verzeiht den Tschechen nicht, gibt es den Egerer Judenfriedhof nicht mehr. Der wurde im Rahmen von den Luftangriffen 1945 zwar von Amerikanern bombardiert, aber man hätte ihn wieder in Ordnung bringen können, so wie es in Bayern ich es auch gemacht habe. Deswegen weiß ich das, deswegen bin ich zornig. Ja? Und nebendran, der Judenfriedhof in Franzensbad, hat man verunstaltet und hat einen Schutterplatteplatz drauf gemacht und alle Grabsteine gestohlen und entwendet, genau wie mit dem deutschen Friedhof. Also ich finde, ein Friedhof ist eine Ruhestätte, besonders für uns Juden. Und wir achten darauf, dass ein jüdischer Friedhof nicht aufhört zu existieren. Die Toten, die dort liegen, bleiben sozusagen, bis der Messias kommt und die Toten wieder auferstehen. Beta Querot, Beta Chaim, also Haus des ewigen Lebens wird er ja auch genannt. Oder guter Ort, wie man auf Deutsch dazu sagt. Und wir haben uns darum bemüht, die jüdischen Friedhöfe wieder in Ordnung zu bringen. Deswegen habe ich auch in Bayern zunächst als Friedhofs- und Archivdezernent und später dann als Referent für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit bei der israelitischen Kultusgemeinde in München war ich weiterhin tätig. Und dann hat es mich erwischt und dann bin ich ins Egerland abgewandert und zunächst in Königsberg an der Eger, wo es auch einen alten Judenfriedhof gibt. Rede ich Ihnen zu schnell? Könnt ihr mich alle verstehen? Entschuldigung, ich habe nur 20 Minuten Zeit, deswegen muss ich einen Zahn zulegen, ja. Und in Königsberg an der Eger oder Kinsberg nad Orschi gibt es auch einen alten jüdischen Friedhof, der seit der Vertreibung der Juden aus Eger besteht. Und zwar gibt es heute noch das Mordgassel, wo also im Jahr 1351, lesen Sie mal bei Karl dem IV. Nach, da hat er jetzt ein Jubiläum, da gab es in Eger also ein großes Massaker und ungefähr 3000 Juden sollen umgebracht worden sein. Und die sind außerhalb der Reichsstadt geflüchtet und haben sich in Richtung Königsberg und in Richtung Königswart abgesetzt. Also Königswart, Fürst Metternich, kennt ihr ja, ne? Beim Fürsten Metternich bei seinen Vorgängern haben sie dann also ihre Zuflucht gefunden. Und diesen Friedhof in Königsberg, der war total verwildert, total, es ist schrecklich, stellen Sie sich vor, er liegt in einem alten Burggraben, also in einem Zwinger. Das ist also ein doppelter Wall und mittendrin, also in dem Ort, wo andere Leute nichts mit anfangen konnten, haben sie die Juden sozusagen zur Begräbnis freigegeben. Und oben dann nach 45 irgendwann hat dann der Rand am Friedhof wurde dann benechisiert, sage ich, also nicht arisiert, sondern benechisiert. Und das ist sowas wie arisiert, aber nur eben von den Deutschen weggenommen oder auch von den deutschen Juden dann weggenommen. Und oben hat dann ein KPD-Bonze seine Villa gebaut und ihn scheinen die alten Bäume gestört zu haben. Und dann hat man diese Bäume gefällt und hat sie einfach in den Friedhof runtergerollt. Und im Friedhof am Hang standen die alten Gräber. Da standen zum Beispiel schwedische Marmorsteine von einem Gewicht von 3 Tonnen. Ja. Und das ist alles wie eine Lawine runtergegangen und die Oberen haben dann die Unteren mitgenommen. Und die haben also versucht, 2008 den Friedhof wieder in Stand zu setzen, um ihm seine Würde wiederzugeben, was uns eigentlich ganz gut gelungen ist. Wir haben
mehrere Wochen dort mit einer Brigade haben wir gearbeitet. Das heißt, als alter Hauptmann, ja, musste ich natürlich das Kommando führen und ich habe die erstmal disziplinieren müssen, habe denen gesagt, hier wird nur mit Kopfbedeckung herumgelaufen und hier wird nicht gespuckt, habe ich gesagt, weil da die tschechischen Helfer, die waren ein wenig burschikos und denen musste man erstmal ein wenig Disziplin beibringen und es hat ja dann geklappt, ja. Also ich habe die erstmal stramm stehen lassen, Roskas sagt man auf Tschechisch dazu, und habe denen gesagt, wir arbeiten morgens von 8 bis mittags um 12 und von 1 bis um 5 und danach könnt ihr machen, was ihr wollt, ja. Und wenn ihr da nicht kommt oder wenn ihr eine Viertelstunde zu spät kommt, könnt ihr wieder gehen, dann melde ich euch beim Arbeitsamt. Das waren nämlich Arbeitslose und die wurden uns vom Arbeitsamt zugeteilt. Aber am Ende unseres Einsatzes waren die wirklich picobello da. Also da kann ich mich nicht mehr beklagen. Die haben wirklich gespurt. Und wir haben also den Friedhof freigeräumt. Wir haben die Büsche und die Bebauung, die Bewachsungen haben wir also entfernt und haben auch Steine wieder aufgestellt. Aber nur dort, wo ich genau zuordnen konnte, wessen Grab zu dem Grabstein gehört, zu dem jeweiligen. Sie dürfen nicht vergessen, die Grabsteine waren ja im Rahmen dieses Umsturzes da von den Bäumen waren die ja kaputt. Man wollte mir sagen, das waren wir nicht, ja, aber dann habe ich denen unten die großen Baumtrummen gesagt und habe gesagt, schaut euch mal an, das haben die Deutschen nicht gemacht. Die haben zwar ein paar Grabsteine umgeschmissen, das gebe ich zu, ja, das war so, aber den schweren Schaden haben die nicht gemacht, das habt ihr gemacht, habe ich gesagt. Und das konnte ich auch belegen anhand von den Jahresringen, von den Bäumen und oben von den Gefällten, von den Strunk, die noch standen, habe ich gesagt, nein, das war der nebendran. Der hat es sich gestört gefühlt wahrscheinlich durch die hohen Bäume und hat sie gefällt. Das war unsere Aufgabe und danach ist es über mich gekommen und dann habe ich eben angefangen, mich weiterhin intensiv mit den Juden auch in Österreich und in Ungarn zu befassen. Da sind wir also einmal mit einem Bus auf jüdischen Spuren nach Budapest gefahren, über Stuhlweißenburg, über Ödenburg und Güns. Sagt Ihnen das alles was? Also ich sage es nicht ungarisch, ich sage eben, wie es auf Deutsch heißt, ja, weil ich denke, wenn wir hier uns Deutsch unterhalten und nicht auf Ungarisch, kann ich auch die deutschen Namen benutzen. Und da haben wir das alles gemacht und dann wurde ich dann auch in der jüdischen Gemeinde in Budapest empfangen und die Leute konnten das nicht verstehen, dass ich dann am Schabbes neben dem Herrn Balabai durfte ich dann vorne sitzen, neben dem Aaron HaKodesh, also neben dem Heiligen Schrein durfte ich links sitzen und er saß dann rechts als. Und da fühle ich mich natürlich sehr geehrt. Jedenfalls habe ich auch in Bayern, um zurückzukommen, in Bayern habe ich erstmal 4 Jahre lang die jüdischen Friedhöfe betreut und dann auch einige Friedhöfe, die nicht mehr zu dem israelitischen Landesverband gehörten, zurückgeholt. Die hatten fremde Eigentümer bekommen und da habe ich das nachgewiesen. Habe ich gesagt, hier ist eine jüdische Begräbnisstätte, ein jüdischer Friedhof hört nicht auf zu existieren, auch wenn keine Steine mehr drauf sind. Das gehört uns, das kommt wieder zurück. Und das in Deckendorf zum Beispiel, liegen die ganzen KZ-Häftlinge vom Lager Deckendorf, das es dort gegeben hat. Das habe ich auch zum Landesverband zurückgeholt. Die ganzen KZ-Häftlinge, die da 1945 im Krankenhaus im Rahmen der Befreiung ich glaube Typhus und sowas haben die bekommen, ja. Und die habe ich dann eben rearisiert, sagen wir so, ja. Judaisiert, wenn man so will. Und da habe ich sie zurückgeholt. Und da habe ich mich eben auch mit den jüdischen Gedenkstätten im Rahmen der Schlösser- und Seenverwaltung beschäftigt. Also Dachau habe ich oft gehört. Da habe ich auch meinen Freund Max Mannheimer selig, der vor einiger Zeit verstorben ist. Der war ein guter Freund von mir. Der hat jedes Jahr beim Fest der Befreiung am 8. Mai herum, hat er immer in Dachau hat er dann eine große Veranstaltung gehabt. Und ich habe ihn mal verärgert, weil ich einmal gewagt hatte, bei einem Befreiungstag eine jüdische Band habe spielen lassen, die Esther Bejarano aus Hamburg, die hatte ich mit ihrer Gruppe eingeladen und die habe ich dort spielen lassen und er hat gemeint, das hätte ich nicht machen sollen, ja, aber habe ich ja nicht gewusst. Und in Flossenbürg bin ich ganz stolz, da habe ich die jüdische Gedenkstätte konzipiert und die steht ja heute noch und eben auch das siebenarmige Leuchter, das geht auf mich zurück, wenn man so will, aber wie gesagt, die wichtige Arbeit, die wir dann gemacht haben, ist eben in Böhmen und in Bayern. Warum? Bayern kannte ich so und so alle Friedhöfe und in Böhmen wollte ich eben mal kennenlernen. Und darum haben wir uns nach und nach eben diese ganzen Friedhöfe angeschaut. Die Irene hat viel fotografiert, sie ist eine gute Fotografin. Sie kann zwar nicht reden und zwar nicht hören, taubstumm, aber sie schikaniert mich trotzdem, aber sie kann gut fotografieren.
Ich habe auch fotografiert, wo sie nicht reingehen wollte, also in die Mikwes, da waren Spinnen und sie hat Angst vor Spinnen, da muss man den Keller runtergehen und unten war eine Kreuzspinne mal gewesen und seit der Zeit hat sie irgendwie einen Rappel gekriegt und ist nicht mehr da reingegangen und da habe ich das gemacht. Das zeige ich Ihnen dann draußen an der Ausstellung, die Fotos, die auf mich zurückgehen. Und danach habe ich eben die Begleittexte verfasst, die waren ziemlich groß und blumig, aber mein Freund Hermann Höcherl, das ist der Sohn vom ehemaligen Innenminister, der auch im Verein drin ist. Wir haben zusammen, wir drei haben dann eben diese Broschüre gemacht. Er hat sie ein wenig redigiert, hat sie gekürzt, damit alle Leute es nachlesen können. Und wer mehr wissen will, dann muss ich eben weiter informieren. Aber die Grundinformation habe ich gegeben und ich habe es gemacht. Und Gott helfe mir, ich kann nicht anders. Es kommt Ihnen vielleicht bekannt vor, das wird nächstes Jahr gefeiert, das Gedenkjahr von Luther in Worms, ne? Aber so geht es mir genauso und Elohim Gadol, sage ich immer. Und naja, jedenfalls, ich war dann eben, bevor ich zum Landesverband gekommen bin, war ich in Israel, 73 war ich auch in Israel. Als junger Haudegen bin ich nach Israel gegangen, als alter Haudegen bin ich zurückgekommen, ganz in Tradition meines Großvaters. Der war Urgroßvater, der war 1916 mit der KUK-Armee in Jerusalem, hat an der Klagemauer gebetet, da habe ich noch ein Foto irgendwo gefunden, da ist er drauf und da bin ich sehr stolz drauf, ja. Also eine alte Tradition, weil der Kaiser Franz Josef war ja auch König von Jerusalem. Deswegen waren die Juden in Österreich auch sehr gut kaiserlich gesinnt. Und auch in Eger war das so. Und deswegen der Herr Oberleutnant Zuckermann AD und seligen Angedenkens, der war also ein großer Anhänger von Franz Josef, war nicht nur Zionist hat den Kaiser und auch die jüdische Gemeinde sehr gut repräsentiert. Er war in Meran Vorsitzender von der jüdischen Gemeinde. Das war ja damals auch noch Südtirol und war ja auch österreichisch. Aber er war ein Mann, auf den ich sehr schön gerne zurückschaue. Das Problem ist, ich kann ihn nicht in diese Ausstellung reinbringen, weil diese Ausstellung wurde mitfinanziert von der Böhmerwald Euregio Schumacher und Böhmerwald. Und die haben das Geld dafür gegeben, für dieses kleine Projekt. Deswegen muss man uns beschränken. Und die Budweiser, die VHS in Budweis, die war so und so dagegen, gegen diese Ausstellung. Warum? 2015 sollte nämlich in Budweis das Geld gegeben werden für Kulturhauptstadt 2015. Das war das Problem. Pilsen war ja Kulturhauptstadt und das gehört da eben dazu. Und deswegen haben die gesagt, nein, wir müssen uns konzentrieren und beschränken. Da habe ich mich eben beschränkt und habe eben eine Auswahl getroffen. Und ich hoffe, Sie können sehen, ich habe also auch wichtige Sachen reingebracht, wie Hartmannitz im Böhmerwald, wo eben die Synagoge wieder restauriert worden ist. Ich kann mich noch daran erinnern, vor 20 Jahren bin ich dran vorbeigefahren, da war das wirklich heruntergekommen, war zerstört und hatte nicht mehr viel Daseinsberechtigung, aber man hat es wieder in Ordnung gebracht. Und auch in Schkinje, die Synagoge, hat man wieder sehr wunderbar gemacht. Da war man vor 2 Jahren auch noch mal gewesen, auch schön geworden. Aber die Instandsetzung von Synagogen geht bei mir noch früher zurück. Schon in Kindesjahren habe ich angefangen, bei uns im Ort, in Hemsbach. Da gab es auch eine alte Judenschule, sagt man in der Kurpfalz dazu. Und die war nicht zerstört worden, sondern in der Kristallnacht geplündert und demoliert worden. Wegen der umliegenden Bebauung steht nämlich im Ortskern Scheunen drumherum, da konnte man keinen Flächenbrand riskieren, der sonst entstanden wäre. Und da hat man eben dort geplündert und hat den Weihestein am Eingang und den hat man eben zerschlagen und andere Schäden angerichtet. Und danach hat man eben eine Matratzenfabrik reingemacht und dann hat man spanische Gastarbeiter reingebracht und danach türkische Gastarbeiter und da wollte man das, weil es heruntergekommen war, abreißen. Und da habe ich eine Initiative dagegen gestartet. Und heute ist die Synagoge in Hemsbach als Kulturzentrum eingeweiht worden und wird als Synagoge benutzt und eine Ausstellung ist dort also wirklich sehr schön geworden. Also man braucht das alte Klump, wie hier auch in Linz, nicht immer abzureißen. Man kann es eben auch durchaus vernünftige Zustände zu Dinge machen. Weil in Linz, die Irene und ich sind nämlich heute nach Linz gelaufen, waren dort auch oben im alten Dom drin und haben uns mal angeschaut. Ich habe überall nur Neubauten gesehen. Ich habe mich erkundigt beim Herrn Professor, ob Linz einmal Opfer einer Flächenbombardierung gewesen worden wäre. Hat er nicht gewusst. Und da denke ich eben, nö,
die Linzer, das ist aber komisch, dass da alles kaputt gegangen sein muss, weil der Wissensturm ist ja riesig hoch und der Bahnhof ist ja auch neu. Also das ist ja alles bombastisch hier, muss ich sagen. Also ich bin ja ein richtiger Zwerg, wenn ich so durch die Stadt laufe und mir das so anschaue. Ja? Alles neu macht der Mai, heißt es so schön, aber da kann man nichts dagegen machen. Aber auch in Eger ist es so, da hat man allerdings aus anderen Gründen die Stadt kaputt gemacht. Ja? Die Amerikaner und danach die Tschechen, was nicht mehr aufgebaut werden sollte, haben sie alles abgeräumt und haben das flächensaniert, wie man das so schön sagt. Und das konnte ich zum Teil verhindern. Aber jedenfalls, unsere Ausstellung ist ein Momentaufnahme. Also wir waren dort gewesen. Ich habe versucht, gelegentlich auch mal ein älteres Foto reinzuschmuggeln, um zu zeigen, wie es mal früher ausgeschaut hat, wenn es geht. Ja. Aber ich sehe, Sie gucken schon auf die Uhr. Ich darf nicht zu lange reden. 20 Minuten sind, glaube ich, schon um. Also ich bedanke mich für Ihr Interesse. Und wenn Sie danach noch mehr wissen wollen, ich stehe ja für die Führung zur Verfügung. Gell? Also schönen Dank. Ja, herzlichen Dank, lieber Herr Schubski, für die einführenden Worte. Ich nutze die Gelegenheit, auch Ihre Frau Irena unter uns zu begrüßen. Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, dass es sich um Gemeinschaftsarbeit handelt. Herzlich willkommen. Und ich darf nun Frau Herrmann um Ihr Grußwort bitten. Guten Abend, Herr Bürgermeister. Herr Dr. Schubski und Herr Altbischof Eichern und alle anderen Ehrengäste und Gäste überhaupt. Also bei mir wird es keine 20 Minuten dauern, es ist relativ kurz. Es ist so, nachdem ich den Titel der Ausstellung gehört habe, Spuren, jüdische Spuren, wurde ich ein bisschen nachdenklich, weil ich mir dachte, naja, Spuren, das bedeutet ja etwas, dass etwas nicht mehr da ist, ob es jetzt Bauten sind oder Menschen. Und genau das ist es, was in der jüdischen Geschichte so typisch ist. Es sind Bauten zerstört worden, es sind Menschen vertrieben worden oder eben auch ermordet worden. Wenn man sich jetzt die Geschichte in Österreich betrachtet, vor dem Krieg hat es ungefähr 200.000 jüdische Bürger gegeben. Nach dem Krieg gibt es nicht einmal 7%. Und die jetzt da sind, sind nicht die Nachkommen von den ursprünglichen Österreichern, die damals lebten, sondern es sind einfach die durch die Befreiung aus den Konzentrationslagern sich hier angesiedelt haben oder eben andere Personen. Und das ist schon ein dramatischer Verlust und da muss man eben Spuren suchen, durchaus. Letztes Jahr war ich bei einer Gedenkveranstaltung zum Gedenken an den Todesmärsche. Und wir gingen von dem Veranstaltungsort dann gemeinsam in einer großen Gruppe zum Friedhof. Und ich kam so mit mehreren Menschen ins Gespräch und ich sah, wie betroffen die waren. Ob das jetzt junge Leute waren oder ältere. Eine Dame sagte, sie war ein kleines Kind, als sie das mitbekommen haben, dass die armen Juden da durchgetrieben wurden. Und ich sah wirklich, wie mitgenommen die Menschen dort waren. Und am Ende der Veranstaltung fragte mich dann ein Reporter, sagte er, was glauben Sie, wie haben die Teilnehmer der Veranstaltung das Ganze empfunden? Und ich habe gesagt, ja, die waren wirklich sehr beeindruckt, mitgenommen und entsetzt eben über die ganze Geschichte, die da passiert ist. Nur, und das musste ich dann als Nachsatz schon sagen, wer kommt zu diesen Veranstaltungen? Es kommen ja immer nur die Leute, die Interesse daran haben, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen wollen und für die das niemals wieder wirklich ehrlich gemeint ist. Und was ist heute generell, was passiert? Der Antisemitismus steigt auf der ganzen Welt. Er ist nie verschwunden. Er war nur ein bisschen ruhiger, glaube ich. Und jetzt ist es mehr salonfähig geworden. Überhaupt durch die Medien, Facebook und dergleichen ist es viel leichter, sich zu äußern, ohne sein Gesicht zu zeigen. Und das ist ganz erschreckend. Und als dann vor knappen 2 Jahren in Paris der israelische Premierminister Netanyahu die Juden aufforderte, nach Israel auszuwandern, da machte ich mir so meine Gedanken. Einerseits ist es sehr gut, dass man ein Land hat, wohin man auswandern kann. Hätte es dieses Land damals gegeben, zur Zeit des Holocaust, hätte es diesen Holocaust nicht gegeben. Weil dann hätten die Juden flüchten können.
Aber trotzdem finde ich diese Aufforderung nicht in Ordnung. Weil wenn die Juden, die in, egal ob sie jetzt in Frankreich, egal wo sie jetzt wohnen, die dort geboren sind, aufgewachsen sind, ihren Lebensmittelpunkt haben und nur durch diese antisemitischen Ausschreitungen jetzt sich überlegen, wir packen unsere Koffer und verlassen das Land, das darf nicht sein, weil dann ist genau das Ziel erreicht, was sie sich überlegt haben, die Länder, egal welches Land, wieder judenrein zu machen. Und das darf nicht passieren. Da ist die Gesellschaft gefragt, die Politik gefragt, das zu verhindern. Und darum sind so Ausstellungen sehr wichtig, dass sie aber auch den Personen näher gebracht werden, die nicht so offen umgehen mit der Geschichte. Schulen sollten wirklich fast als Pflicht es sehen, all diese Veranstaltungen, ob Ausstellungen oder Gedenkveranstaltungen, zu besuchen. Firmen, Betriebsausflüge unter Anführungszeichen, sollten die Arbeiter, die Angestellten hierher bringen, um das Ganze etwas näher zu bringen. Und nur dann kann man vielleicht einen kleinen Schritt gegen diesen Antisemitismus erreichen. Ich möchte mich herzlichst bedanken, Herr Dr. Schubski, für die Organisation dieser Ausstellung. Der Verein, wie das vergessen hat, glaube ich, die Anregung dazu gehabt, dass es nach Linz gekommen ist. Dann auch ein Dankeschön und viel Erfolg für die Ausstellung. Danke. Vielen Dank, Frau Herrmann, für Ihre Begrüßungsworte. Ich darf nun den Bürgermeister Klaus Luger um seine Begrüßungsworte bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Bischof, wenn ich das so zu dir sagen darf, sehr geehrte Herr Professoren, sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr Schubski, werte Gäste an diesem Abend hier im Wissensturm. Ich darf mich einleitend bei Ihnen als Ausstellungsmacher, bei Ihnen, Herr Professor, für Ihren kommenden Vortrag und bei allen, die mitgeholfen haben, dass diese Veranstaltung heute stattfinden kann, allen voran meinen Mitarbeitern, stellvertretend Herr Magister Wildfellner, für den Wissensturm und Herrn Magister Setz als Chef des Hauses, Ihnen ganz besonders herzlich dafür danken, dass wir auch heuer wieder der Reichspogromnacht gedenken. Im Sinne von auch einiges bedenken, aber damit auch eine Kraft